Freude als Polizist, wenn man Geschenke bekommt. Sehr, sehr. Schon wegen der Geschenke an und für sich. Zum anderen die Einstellung, die die Leute haben. Die lassen darauf schließen, dass sie unsere Arbeit im richtigen Licht sehen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, große nicht minder. Das ist in der Großstadt Rom, unsere Bilder am Anfang, nicht anders als in der Kleinstadt Zug. Zum vielfältigen Silvesterbrauchtum unserer Zivilisation gehört seit langem das Beschenken unserer Garanten für Ruhe und Ordnung, die Uniform, Polizei. Doch ist nicht jedermann der Polizei ein Freund und Geber. Vielleicht, dachten wir uns, benützen obrigkeitsfeindliche Elemente die Gelegenheit, den reichlich beschenkten ein Danaer-Geschenk unterzujubeln. Wir haben keine unliebsamen Geschenke bekommen in der Art. Wir haben aber schon Geschenke bekommen, die wir lieber nicht angenommen hätten. Da haben wir uns entschieden, das entweder zurückzugeben oder für einen anderen Zweck zu verwenden. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir keine unliebsamen Geschenke bekommen. Hingegen ist es so, dass wir nicht dürfen, damit wir Geschenke bekommen, einfach allen Leuten alles recht tun. Denn wenn wir einmal allen recht tun, dann tun wir nicht mehr recht Polizei. Bei der Stadtpolizei Zug ging dieses Jahr die Rechnung einmal mehr auf. Was sich da an Geistigem in Flaschen, Gebackenem in Schachteln und Rauchbarem in Weihnachtspapier ansammelte, durfte sich sehen lassen. 200 Flaschen für 28 Mann. Ist das nicht ein Gradmesser für die Popularität der Polizei? Nein, das gibt's nicht. Wir haben ein Jahr gehabt, wo wir vielleicht ein bisschen unglücklichere Fälle in der Stadt. Wir haben gar nichts gemerkt. Im Gegenteil, wir hatten sogar das Gefühl gehabt, dass wenn die Polizei unter Beschuss kommt, dass der Kreis, der demonstrativ zeigt, dass sie mit der Polizei Sympathie haben, eher wächst. Wenig Geschenke können also nicht als mangelnde Sympathie der Bevölkerung gegenüber der Polizei gewertet werden. Ganz abgesehen davon, versicherten uns die Zürcher Ordnungshüter, bringen immer mehr Zürcher ihre Geschenke direkt auf die Hauptwache. So war der letzte Stand auf der Urania 200 Flaschen für rund 100 Mann. Bleibt nur noch eins, Prosit Neujahr zu wünschen.